dem Vater. Geh zurück ins Bett, Vicky. Bitte. Also gut. Was hat er nur? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er Fieber. Ich hole Wasser. Nein, bleib weg! Geh zurück, Beauty, brav. Schön zurück. Hörst du, Beauty? Bleib weg von ihm. Es könnte Tollwut sein. Tollwut? Ja. Das ist eine Krankheit, die aufs Gehirn schlägt und das Tier wird dann verrückt. Tollwut ist aber zu heilen, oder? Nein. Dagegen gibt's kein Mittel. Weg. Da. Ich hätte ihn nicht allein lassen dürfen. Er ist gefährlich. Gefährlich? Aber er hatte sich doch beruhigt, als sie weggegangen sind. Ja, er wollte nicht trinken. Ich glaube, er hatte Angst davor. Ja, er hatte vor dem Wasser Angst. Hydrophobie. Ein anderer Ausdruck für Tollwut. Beauty, wo bist du? Halt die Augen auf, Vicky. Beauty! Ganz ruhig, Beauty. Brav. Ich hab gesagt, du sollst wegbleiben. Er hat mich angesprungen und zu Boden geworfen. Können Sie aufstehen? Nicht aus, als ob was gebrochen ist. Umbringen hätte er mich können. So bösartige Viecher muss man vernichten. Ihre Schramme müsste behandeln. Geben Sie Ihre Finger weg. Ich bin Arzt. Haben Sie nicht gehört, was ich gesagt habe? Der wollte mich umbringen. Sie werden sich noch wundern. Ich verstehe dich, Vicky. Nimm's nicht so schwer. Na, Beauty? Mein alter Junge? Fieber ist weg? Dann war es auch nicht Tollwut. Jetzt wird Beauty wieder gesund. Ich fühle es. Weißt du, die Gefahr ist noch nicht vorbei. Ich weiß nicht. Ich finde es merkwürdig, dass er sich so schnell wieder erholt hat. Kann ich schon mit ihm ausreiten? Noch nicht. Wir bringen ihn erstmal zur Koppel und werden dann sehen, wie es weitergeht.
wieder ganz der Alte. Sieh ihn dir doch an. Beauty. Man sieht doch, dass es ihm wieder gut geht. Das entscheide ich, erst mein Patient. Na komm. Guten Morgen, Sir. Oh ja. Guten Morgen, was gibt es denn? Mein Kollege Dickens hat mich gebeten, Sie aufzusuchen, Sir. Gehört er Ihnen? Ja. Er hat heute Morgen einen Herrn namens Moss angefallen. Das ist Ihnen doch bekannt, Sir. Der Mann ist ernsthaft verletzt. Nein, es war nur eine Kleinigkeit. Tja, soviel ich sehen konnte, handelte es sich um einige Beulen und Kratzer und er konnte gleich wieder aufstehen. Ich glaube, der Schrecken war größer als die Schmerzen. Aber das Tier hat ihn nun mal angegriffen. Ja, ich möchte sagen, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Mr. Moss verlangt, dass es getötet wird. Was? Er sagt, das Tier wollte ihn umbringen. Na, das ist doch Blödsinn. Sie haben wohl nichts dagegen, wenn es von einem Tierarzt untersucht wird. Nein, das würde ich sogar begrüßen. Wenn es Ihnen unangenehm wäre, dann... Ja, ich verstehe. Gut. Vicky? Was denkst du? Hat er ihn wirklich verletzt? Ach, ihm ist gar nichts passiert. Werden Sie Beauty holen? Vicky, ich... Ja oder nein? Ja. Weißt du noch, unser erster Tag hier? Es war März, die Osterglocken haben schon geblüht. Ich hatte mein neues Kleid an. Ja, das weiß ich noch gut. Wir fanden Beauty. Hinter dem Gebüsch bei den Dornen. Wie ein Traum. Ich will nicht getröstet werden. Ich kann mich nicht von ihm verabschieden. Nein. Wann? Irgendwann heute. Ich werde versuchen, zurück zu sein, bevor Sie ihn holen. Aber ich muss meine Patienten besuchen. Ach, es ist schrecklich, Doktor. Achte auf Vicky. Das arme Kind ist völlig aufgelöst. Ja, ja. Beauty!
Komm her. Na komm. Sehr gut. Du tust mir doch nichts, Beauty. Natürlich nicht. Glaubst du vielleicht, ich lasse dich erschießen? Komm mit. Hier findet dich keiner. Seit vielen Jahren kommt hier kein Mensch mehr her. Ist ein bisschen groß für einen Stall, aber das macht nichts. Komm! Ich bin gleich wieder da und bring was zu fressen und Wasser. Hier bist du sicher. Mr. Gordon. Ach, guten Tag, Mr. Dickens. Hat sich der neue Polizist wieder erholt? Wie bitte? Nun, Black Beauty war völlig normal und ich dachte, es besteht keine Gefahr mehr, aber... Ich kann Ihnen nicht ganz folgen, Sir. Na, der neue Polizist hat Ihnen doch berichtet. Was für ein neuer Polizist? Du, das Pferd versteht, worum es geht. Du spinnst ja. Meinst du? Warum hat das Pferd uns beide angegriffen, hä? Das ist doch nicht natürlich. Lassen wir die Finger davon. Und das Boot legt heute Nacht leer ab? Und was haben wir davon? Ich habe keine Lust, nochmal die Knochen hinzuhalten. Du wirst ihn mir bringen, Grant. Wir haben mit dem schwarzen Ungeheuer noch eine Rechnung zu begleichen. Wo ist er? Mein Vater? Das Pferd. Haben Sie es nicht gefunden? Nein. Tatsächlich. Tun Sie doch nicht so. Wo ist das Pferd? Wie meinen Sie das? Stellen Sie sich nicht dumm. Wo haben Sie es versteckt? Was wollen Sie? Wo ist das Pferd? Wo kann es schon sein? Im Schlafzimmer. Alberne Frage. Ich sehe es jedenfalls nicht. Dann ist es eben weggelaufen. Wo ist das Tier? Was fällt Ihnen ein, einen solchen Ton anzuschlagen? Das Tier stellt eine Gefahr dar. Ach, Papalapap. Ich will das Pferd! Dann sehen Sie doch zu, wo Sie es herkriegen, Herr Polizist. Dafür bringe ich Sie vor Gericht. Hm. Und ich Sie wegen Trunkenheit im Dienst. Amy, du warst fantastisch. Ja, das freut mich. Der war aber auch zu frech. Und nun erfahre ich sicher, wo Black Beauty ist. Das hättest du nicht tun sollen, Vicky. Du darfst dich nicht zum Richter machen. Es gibt Gesetze. Es war nötig, Vater. Ich musste ihn beschützen. Sie haben gefühlsmäßig genau richtig gehandelt, Vicky. Nicht das Pferd ist gefährlich. Also was sind das nur für Leute? Eine Gangsterbande, die eine Marktlücke füllen will. Was für eine Marktlücke? Das verstehe ich nicht. An Fleisch, Vicky. Pferdefleisch. Hier drin.
Hm? Sie müssen ihn gefunden haben. Das Seil ist zerfetzt. Wenn Sie mich fragen, hat das Black Beauty getan. Aber wieso? Ich habe ihm gesagt, ich bin gleich wieder da. Wer ist da? Dass du da bist. Du! Zeig dich, verdammt! Du kannst mir keine Angst einjagen! Verschwinde! Verschwinde! Nein! Was ist denn mit dir los, Mensch? Wo ist das Pferd? Glaub mir, es ist hinter mir her. Wie der Teufel, ich spinne doch nicht. Ich hatte ja schlimmer erwischt, als ich dachte. Wie der Teufel. Du sollst hinter ihm her sein, nicht umgekehrt. Da. Na, bitte, wer sagt's denn? Wo ist das Seil? Moss, lass das Tier in Ruhe. Das ist nicht geheuer. Hör doch auf mich. Moss, bitte. Lass es in Ruhe, Moss. Wir haben noch genug Pferde zusammen. Lass uns abhauen. Am helllichten Tag, du Idiot! Komm mit! Komm her, du Held! Ich bring ihn um! Ich bring ihn um! Das wird er mir büßen! Halt ihn auf! Da drüben ist er.
jetzt ist Schluss, Jungs. Nein, lassen Sie mich los. Aufhören, lassen Sie mich los. Ruhig, Beauty. Euch gilt für das Handwerk. Sie sollen mich loslassen. Jetzt ist Feierabend, Mister. Und nun müssen Sie mir noch ein paar Fragen beantworten. Komm, Beauty, ist alles vorbei. Sie haben ihm ein Aufputschmittel verpasst. Davon wurde er so wild, dass man ihn kaum halten konnte. Es dauert eine ganze Weile, bis das Mittel wirkt. Und es ist sehr schmerzhaft. Und meine Diagnose lautete auf Tollwut. Für Beauty war es schrecklich. Das mag schon sein, Vicky. Aber er konnte zeigen, wie klug er ist. Hat Charakter bewiesen. Er hat die Verbrecher bekämpft und sie schließlich hinter Gitter gebracht. Nicht jedes Pferd bringt sowas fertig. Ha 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 ha